1944 war die einst so unbesiegbare deutsche Armee am Ende. Helfen konnte dem Endsieg nur noch ein Wunder. Und so suchte man verzweifelt die Bundeslade, die heilige Lanze. Ja, man hat sogar mit UFOs experimentiert. Aber alles Fehlschläge. Und dann hörte der große Diktator von einem echten Wunder. Und wer hat's erfunden? Ha? Die Schweizer. Und wer genau? Der geniale Wissenschaftler Dr. Dr. G.H. Huber. Die freundlichen Deutschen haben ihn gleich zu sich eingeladen. Und dort hat Huber tatsächlich das Unmögliche geschafft. Mit dieser einzigartigen Substanz konnte man die ganze Welt beherrschen. Tja, das wussten auch die Alliierten. Das Geheimlabor wurde völlig zerstört. Doch von Dr. Dr. G.H. Huber und seinem grünen Wundermittel fehlte jede Spur. Bis heute. Zack Kovacek, der brutalste und gerissenste Gangster der Stadt. Wie ihr seht, ist er frei. Das ist gut für mich. Max Tremell, die Ersatzlampe, übernahm für die 2 Jahre, 3 Monate und 12 Tage die Geschäfte. Jetzt muss sie das Heft wieder aus der Hand geben. Mickey, der Stumme, gefährlich. Macht alles für seinen Boss. So, und jetzt macht euch endlich auf den Weg zu mir. Also, was wissen wir von ihm? So gut wie nichts. Er wollte nur mit dir sprechen. Warum? Weil du der Boss bist. Gut, dass ich die Geschäfte wieder in die Hand nehme. So, Leute. Da bin ich endlich.
hab gehört, sie sollen der Beste sein. Worum geht's? Worum es geht? Muss ich eigentlich mit Ihrer Assistentin reden? Ganz vorsichtig, Junge. Was? Ihr kriegt 200.000 und stellt gefälligst keine Fragen. Also, es geht um Geld, das ich versteckt habe. Wie viel? 4 Millionen. Wo? Wo? Im Theater! Wendy, wer ist das? Wer ist das? Kurt? Richtig, Karl Marx! Dieser Mann und auch der daneben, das sind eure Freunde. Eure Väter! Und ihr? Ich sehe bei euch keine Leidenschaft, keine Kraft, kein Mut! Herr Ström? Jetzt nicht! Anna, du bist die Beste! Aber wo ist dein Leuchten? Zeig mir das! Wo ist der Kampf gegen den Imperialismus? Ich will das sehen! Ja, bitte? Sie wissen, dass wir nächsten Monat Premiere haben. Das ist mir wohl bewusst. Dann arbeiten Sie auch so. Ja, das werde ich. Hoffentlich. Ja. Gut. Gut. Also, nochmal. Es hat die ganze Zeit geklingelt. Ich bin rangegangen. Beim nächsten Mal bleibt es endgültig zu Hause. Hallo? Anna. Erstmals. Ich weiß, ich hab Scheiße gebaut, aber komm, sag mal was. Das kann dir doch nicht alles egal doch sein. Wer war das? Anna. Auftritt Kurt Huber. Kurt Huber betrat das kleine, unscheinbare Provinztheater. Es klopfte. Die Theaterchefin fragte: Ja, bitte? Kurt Huber, Stadtverwaltung. Ich bin erneut. Worum geht es? Ihr Theater wird geschlossen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Wir haben
haben in 2 Wochen Premiere. Das Stück wird ein Erfolg. Dafür garantiere ich. Die Fakten liegen klar auf dem Tisch, Frau Bachmann. Ihr Objekt wird komplett umstrukturiert. Geben Sie mir Ihre Grundrisse. Bitte. Entschuldigung. Es funktioniert. Der Superschließmechanismus. Der Superschließmechanismus ist eine Erfindung von Greta und Herbert Hobel, einem Erfinder-Ehepaar. Sie erfanden den Superschließmechanismus für ihr Theater. Einmal betätigt, ist dieses Gebäude absolut ein-, aber auch absolut ausbruchsicher. Vorsicht also! Ein Jahr zuvor arbeitete ich in diesem beschissenen Theater. Aber ich hatte einen Plan. Stanley, mein Drucker ist kaputt. In 5 Minuten bist du in meinem Büro. Und lüfte mal wieder, hier stinkt's. Bing! Ich hatte den Konzern um 4 Millionen erleichtert. Ich transferierte das Geld, löste das Konto auf und ließ mir das Geld schicken. Stanley, Post für dich. Ja! Ja! Doch ich musste mich ruhig verhalten. Vorsichtig sein. Geld verstecken.
Ich liebe Codes. Ruhig verhalten. Vorsichtig sein. Ein Jahr lang so tun, als wäre ich arm. Ein Jahr mehr. In diesem beschissenen Theater. Und dann. Wir kriegen 2 Millionen. Was? Gut. Aber dafür tötet ihr Charlotte Bachmann! Thank you.
mein Geld? Wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Scheiße! Also, wo ist das Geld? Die haben es! Wir suchen ein Paket, das im Keller versteckt war. So groß ist es! So groß! Wer hat es? Gut, spielen wir. Wen hast du angerufen? Wen hast du angerufen? Micky? Also, wer verdammt nochmal hat dieses Scheißpaket? Von euch, das verspreche ich euch. Woo! Geile Show für dieses kleine Theater. Leute, was ist? Was ist? Der Superschließmechanismus. Was? Wir sind hier eingesperrt?
Panzerglas. Alle haben mich angerufen. Und alles, was ich gehört habe, war ein Scheißschrei. Weißt du, wo sie ist? Bitte. Im Theater. Schießt dir diesen Viechern in den Kopf. Thank you.
Huber beobachtete den Schreinen sehr genau. Lange würde es nicht mehr dauern. Hallo? Hallo? Sie haben doch gar keine Ahnung, mit wem Sie es zu tun haben. Doch, mit einem unglaublich groben Typen von der Stadtverwaltung. Menschen wie Sie widern mich an. Menschen wie ich hatten vor 70 Jahren eine Vision vom perfekten Soldaten. Im Gegensatz zu euch Deutschen. Unbesiegbar. Er wies ins Gefängnis. Falls sie es überleben. Du böse Schwein, du Kapitalisten!
Hier beginnt der Tag zum Varieté. Als kleiner Junge hat er ja immer gespielt. Er kannte gar nichts anderes. Seitdem war Ruth nicht mehr hier. Oh mein Gott. In diesem Trakt gibt es einen B13. B13! Der Superschließmechanismus funktioniert da nicht. Wir können da einfach raus. Los geht's. Stopp! Wenn sich auch nur einer bewegt, infiziere ich diesen Kasperl. Waffe runter. Sofort. Merci. Sowas von unprofessionell. Beeilung, was geht denn dann? Los. Hast du nicht gehört, was ich dir gesagt habe? Du gehst jetzt sofort weiter. Du bist nicht mein Sohn. Du bist eine Schande. Huber und Roald standen vor dem Notausgangswegweiser-Schild. Alles klar, nach rechts. Huber brauchte den Trottel jetzt ja nicht mehr. Zack! Huch! Alle sind auf der Suche nach dem Geld und der Trottel hat's. Roald wehrte sich mit seiner Faust. Huber mit einem Tropfen grünen Wundermittel. Roald hat verloren. Er bleibt zitternd zurück. Hallo?
Zack Kovacek. Dich haben sie wieder rausgelassen? Wie bitte? Bleib stehen! Bleib stehen oder ich knall dich diesmal wirklich ab! Ein Stift. Ein Stift, ein Bleistift, ein Kugelschreiber, irgendetwas. Kannst du denn überhaupt nichts? Es ist deine Schuld, dass wir hier sitzen. Du hättest daran denken müssen, dass sie mit rein. Igor. Ich will nicht als Jungfrau sterben. Huber wusste, es war zum Greifen nah. Da macht es knack. Und boom. Scheiße. Er krallte sich fest. Vollidiot.
Bring dich in Sicherheit. Ich liebe dich. Bis spät. Miles. So. Kommt, ich bringe euch raus. Holt. Los jetzt! Thank you.
Ich habe auf dich gewartet. Do-d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 o
Oben wird ein banales Stück beklatscht, aber unten tief im Keller. Der unbesiegbare Megasoldat ist geboren. Mein Bruder hat das Erbe meines Vaters angetreten und ich werde ihm dabei helfen. Deutschland, wir kommen. Rage on Stage 2, Return of the Hubers.